Weißrussland litt Jahrzehnte unter der brutalen Knechtschaft kommunistischer Herrscher wie Lenin, Stalin oder anderen sowjetischen Führern. Die Verfolgung von Andersdenkenden betraf alle, vor allem aber Christen. Die Praxis christlicher Gottesdienste wurde eingeschränkt. Die Menschen hatten Angst, festgenommen zu werden, wenn sie ihren Glauben praktizierten. Kirche wurde hier bis zum Tode Stalins 1953 gewaltsam verfolgt. Viele kirchliche Gebäude wurden entweder geschlossen oder zerstört. Die Feier der Heiligen Messe war verboten, sogar Katechismusunterricht war untersagt. Der Glaube überlebte dank der Weitergabe traditioneller Familienwerte, aber auch dank der Untergrundaktivitäten des Klerus und der Laien, die ihr Leben und ihre Freiheit damit riskierten. Vier Glaubenszeugen erzählen hier ihre Geschichte. Ich wurde 1946 in dem kleinen Ort Udelsk nahe der polnischen Grenze geboren. Das Dorf war hundertprozentig katholisch und die Menschen hatten einen starken Glauben. Meine Mutter hat mich stark durch ihre Verehrung beeinflusst. Das Morgengebet, als die Morgendämmerung mich fand, ich habe es gelernt, als ich noch klein war, weil ich es jeden Tag gehört habe. Auch mein Vater hat mich im Glauben ermutigt. Wenn ich ihn neben seinem Bett knien sah, im Nebenzimmer, sprang ich aus meinem Bett, kniete mich hin und betete auch. Ich hatte das große Glück, anders als viele, viele meiner Altersgenossen, eine Kirche nur 2,5 Kilometer von mir entfernt zu haben. Es gab immer eine Katechese nach dem Abendgebet. Sehr einfach. Meine Großmutter, der Vater und die Mutter wollten immer, dass ich das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und die Sakramente aufsage. Wir hatten keinen Priester, einige Jahre lang. Aber unsere Eltern nahmen uns jeden Sonntag in die Kirche mit und an den gebotenen Festtagen. Die Kinder wuchsen in dem Bewusstsein auf, dass der Sonntag der Tag des Herrn war, ein heiliger Tag. Es gab den Rosenkranz, den Kreuzweg, Marienandachten. Die Menschen von außerhalb fragten manchmal: Warum geht ihr in die Kirche, wenn keine Messe ist? Ich antwortete, man musste gehen. Trotz des natürlichen Glaubens der Menschen nahm der Kommunismus immer stärker Einfluss auf das Leben der Dorfbewohner. Eines Tages sagte ein Lehrer zu mir: Du hast heute keinen Unterricht, denn alle Kinder sind deinetwegen in die Kirche gegangen. Eine Woche lang war ich nicht in der Schule. Trotzdem war ich ein guter Schüler. Es gab einen Brauch. Da war eine Ehrentafel, auch ein Foto von mir hing dort. Er nahm mich am Ohr, führte mich zu der Tafel und nahm mein Foto öffentlich vor der ganzen Schule ab.
Schließlich sagten sie uns in der Schule, dass es keinen Gott gibt, dass unsere Eltern ignorant sind, unsere Großeltern nichts verstehen und dass wir nach vorne schauen müssen. Es war die Zeit des militanten Atheismus. Ich erinnere mich, als ich 12 Jahre alt war, wurden die Kreuze in Stücke gehauen. Das muss von den obersten Atheisten angeordnet worden sein. Ich glaube aber, dass das die Pfarrgemeinde noch stärker vereinte. Wir kamen vom Land nach Grodno. Ich bin mit dem Bus in die Schule gefahren. Es gab dort eine Kirche gegenüber der Kathedrale, die sogenannte Vytautas-Pfarrkirche, die älteste Kirche der Stadt. Wir wussten, dass sie sie sprengen wollten. Natürlich ging ich nach der Schule hin, um zu sehen, wie sie den Schutt mit Lastwagen wegfuhren. Und trotz allem hat die Kirche überlebt. Weißrussland war die erste der früheren Sowjetrepubliken, in der ein katholisches Priesterseminar gegründet wurde. Dank der Initiative des damaligen apostolischen Administrators von Weißrussland, Bischof Tadeusz Kondrusiewicz, begann das Seminar am 1. September 1990 seine Arbeit. Bis dahin gab es in der Sowjetunion nur zwei katholische Seminare. Das eine in Litauen, das andere in Lettland. Es waren aber die kommunistischen Behörden, die die Anzahl der Kandidaten vorgaben, die ein Seminar annehmen durfte. Und es waren die Behörden, die auch die Anzahl der zu weihenden Seminaristen bestimmten. Junge Männer entdeckten ihre Berufung nur durch den Glauben ihrer Verwandten. Viele Priester wurden im Geheimen ausgebildet und geweiht. Ich fuhr zusammen mit dem Pfarrer nach Riga, denn dort gab es ein Seminar. Ich suchte um Aufnahme an. Zwei Wochen später erhielt ich ein Telegramm, dass es keine freien Plätze mehr gab. Die Behörden wollten nicht, dass junge Weißrussen Priester wurden. Manche warteten sogar 15 Jahre lang. Ich suchte bei Pater Piatkowski an. Er bereitete Priester im Geheimen vor. Dafür wurde er auch bestraft. Wir fanden einen Bischof in Litauen, Bischof Vincentas Latkevičius, der 23 Jahre lang unter Hausarrest stand. Die Behörden mochten ihn nicht, weil sie zusehen mussten, dass er zum Bischof geweiht wurde, ohne ihre Erlaubnis. Er hat mich zum Priester geweiht, im Geheimen. Der Bischof legte fest, dass es ein Jahr nicht öffentlich gemacht werden sollte, dass ich Priester bin. Offiziell war ich ein Organist. Ich konnte die Heilige Messe täglich in meiner Wohnung feiern. Ich diente 2 Jahre lang in der Sowjetarmee und als ich von der Armee zurückkam, bat ich um Aufnahme beim Seminar. Es wurde mir ein Zimmer zugewiesen, in dem 7 von uns Seminaristen lebten. Wir hatten alte, rostige Armeebetten.
Wir waren im Seminar 40 Schüler und hatten nur zwei Wasserhähne mit kaltem Wasser. Was uns vereinte, das war unser Glaube. Der Eifer, Priester zu werden, um die Menschen später zu lehren. Das Priestertum erhielt ich mit der Muttermilch. Ich hatte keine Zweifel, einmal Priester zu werden, damit ich den Menschen das Glück des Glaubens und der Freude weitergebe. Nach meiner ersten Messe sagte mein Vater zu mir: Deine Großmutter, die dich nur von Fotos kennt, möchte, dass du in dein Vaterland zurückkehrst, zu Menschen, die diese letzten 70 Jahre auf Gott gewartet haben. Dieser Gedanke verfolgte mich. Aber es war noch tiefste Sowjetunion. Es war unmöglich, dorthin zu gehen. Die Kirche stand einem Feind gegenüber, der ein sehr klares Ziel verfolgte: die Zerstörung der Werte und der Spiritualität. Kirchliche Gebäude wurden fast gänzlich zerstört, niedergebrannt oder einfach geschlossen, mit Kette und Schloss. Die Pfarrkirche war in kommunistischer Zeit geschlossen. Der Turm hatte kein Kreuz. Die Fenster waren eingeschlagen. Das Tor mit einer Kette verschlossen. Überall wuchsen Brennnesseln. Ich dachte bei mir, werden wir den Tag erleben, an dem diese Kirche wieder steht und lebt? Als das kommunistische Regime im jetzigen Weißrussland und in anderen Sowjetrepubliken an die Macht kam, waren fast alle katholischen Priester Polen. Aufgrund einer Entscheidung des Politbüros der Kommunistischen Partei aus dem Jahre 1937 begann eine noch nie dagewesene Unterdrückung und Verfolgung von Menschen mit polnischer Abstammung. Innerhalb von 2 Jahren verloren mehr als 150.000 Menschen ihr Leben. Nach dem Tode Stalins 1953 bekamen einige Priester die Erlaubnis, zu ihren pastoralen Aufgaben zurückzukehren, jedoch nur in vorherbestimmten Bereichen. Jegliche Aktivität außerhalb dieser Vorschriften war unter Strafe gestellt. In Sowjetzeiten wurde alles geplündert. Zunächst lebte ein Priester in diesem Grab. Unten richtete der Priester eine Kapelle ein und oben lebte er. Ich selbst war dort einmal zu Gast. Mein Onkel, ein Dachdecker, deckte einmal mit Helfern ein Dach. Sie renovierten eine Kirche. Er sagte zu mir: Hör Beichte und hilf den Leuten. Ich antwortete: Aber du kennst doch die Situation, das ist nicht erlaubt. Versuch es einfach. Ich schaffte es, dass 3 Leute beichteten, bevor die örtliche Miliz kam und mich wegbrachte. Aber mir machte das nichts aus. Ich sagte zu ihnen: In 2 Monaten bin ich zurück. Zu Ostern 1985 sagten sie mir, dass, wenn ich die heilige Messe feiern würde, sie diese Kirche schließen und abreißen würden. Deshalb konnte ich keine Messe feiern. Die Menschen haben viel geweint. Am folgenden Ostertag
ging die gesamte Pfarrgemeinde zur Stadtverwaltung und fragte, warum werden wir so verfolgt? Die Pfarrer in Grodno war 27 Jahre ohne Priester und Sakramente. Es wurde auch keine heilige Messe zelebriert, weil die Behörden das nicht erlaubten. Ich kam nach Grodno, um es selbst zu sehen. Die Bänke waren mit Gläubigen gefüllt. Die Orgel spielte, der Chor sang, aber es war kein Priester am Altar. Sie litten alle so viel für diese Kirche. Sie standen Wache bei Tag und Nacht, um sie zu retten. Selbst ruinierte Kirchen waren sonntags voll von Leuten. Die Menschen standen zusammen, hielten fest an ihrem Glauben und bewahrten die Tradition der heiligen Messe und der Gebete, alles ohne Priester. Das Herz konnte einem brechen beim Anblick des Sakristans, der die Messgewänder herausbrachte und am Beginn des Gottesdienstes auf den Altar legte und dann den Kelch. Derselbe Sakristan, in eine Albe gekleidet, leitete dann das Gebet. Sie veranstalteten Prozessionen, natürlich ohne den Herrn Jesus, ohne Monstranz. Es war Fastenzeit. Die Leute warteten, aber kein Priester kam. Was tun? Eine Frau nahm ein Kreuz, stellte es in den Beichtstuhl und sagte, ihr Männer und die Frauen auch, beichten. Ein Priester ist der Stellvertreter Christi. Wir haben keinen Priester, aber Christus selbst ist da. Also ab zur Beichte. Trotz aller Bemühungen des Staates wuchs der Hunger nach Gott in den Herzen der Menschen. Ein großer Teil des Klerus sowie die Laien waren gezwungen, in den Untergrund zu gehen. Die Sakramente wurden im Verborgenen empfangen. Ich hatte 5 heilige Messen zu feiern. Ich stand um 6 Uhr morgens auf. Sonntags musste ich 450 Kilometer fahren, um in all die verschiedenen Städte zu kommen. Die Kinder, die in der Vergangenheit wegen ihrer Arbeit weggezogen waren, besuchten im Sommer ihre Eltern und kamen zu mir, um getraut zu werden, zu beichten oder um ihre Kinder taufen zu lassen. Ich brachte eine kleine Figur vom neugeborenen Jesuskind. Es war Weihnachten, aber Christus lag im Schnee. Eine Frau nahm die Figur und sagte, jetzt kann ich sterben, denn meine Augen haben unseren Retter gesehen. In eisiger Kälte und im Schnee beichteten die Menschen und empfingen die Sakramente. Ich eröffnete eine Pfarrei in Polotsk, wo die Menschen in einem Vereinsheim zum Gebet zusammenkamen. Wir feierten Messe auf diesem Tisch mit einem Porträt von Lenin, nicht von Jesus im Hintergrund. Wir durften ihn nicht abhängen, aber sie erlaubten uns, im Heim zu beten. Wir stellten ein kleines Kreuz auf den Tisch. Die Regierung fing an, Kapellen und Kirchen zurückzugeben. Eine zurückgegebene Kapelle, die restauriert war, sollte geweiht werden. Wir übernachteten bei Schwestern. Wir kamen in ein kleines Holzhaus und da sah ich eine Schwester vor einem Schrank knien. Ich fragte, Schwester vor dem Schrank, was soll das? Die Schwester öffnete den Schrank und dort war das Allerheiligste. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Panu naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikiem nie gardzisz. Einmal an einem Kasamstag hörte ich Beichte in einer Kirche und dann in einer anderen bei den Franziskanern. Ich sah einen Mann in einer Bank sitzen, der in meine Richtung blickte. Nachdem alle gebeichtet hatten und ich an ihm vorbeiging, sprang er auf, ein Inspektor aus Minsk. Nun, sagte er, eine Menge Arbeit, eine Menge.
weil es keine Priester gibt. Genau das ist der Grund, warum ich hier bin. Pater, könnten Sie nicht einen von den Buben einige Monate unterweisen? Einige Monate? Wer wird Sie weihen? Sie lehnen also ab, Pater. Ich lehne ab. Sie versuchten, positive Beziehungen zur Kirche aufzubauen. Sie wussten, dass die Dinge sich ändern würden. Mit Beginn des politischen Tauwetters Ende der 80er und 90er Jahre, der Perestroika, ging die Verfolgung der Kirche stark zurück. Neue Entwicklungsmöglichkeiten entstanden und Bischöfe aus Polen konnten offizielle Besuche abstatten. Die Kirche begann, sich langsam, aber sicher zu entwickeln. Der Frühling der Religionsfreiheit war zu spüren. Er hing förmlich in der Luft. Die Behörden fingen an, Kirchen und Kapellen zurückzugeben. Die Menschen begannen, hart an der Renovierung ihrer Kirchen zu arbeiten. Was viele Jahre lang zerstört und geplündert da niederlag, wurde endlich wieder aufgebaut und erneuert. 1988 entfernten wir die Vorhängeschlösser von den verschlossenen Kirchen und öffneten die Türen. Die Gebäude waren verwüstet, ohne Dach. Die Kirchen waren Ruinen. Aber die Menschen kamen. Anfangs beteten sie inmitten von Gebüsch. Sie trugen den Schutt in kleinen Eimern hinaus. Rissen Bäume aus, die sich in den Mauern verwurzelt hatten, und langsam, aber sicher brach neues religiöses Leben auf. 10 solcher zerstörter Gebetsorte wurden innerhalb eines Jahres wieder aufgebaut. Die Menschen haben ihre Rente für den Wiederaufbau gegeben oder Baumaterial gebracht. Die katholische Kirche in Weißrussland entsteht wieder neu, trotz der strengsten Gesetze zur Religionsfreiheit in Europa. Junge Katholiken versuchen, das soziale Gefüge wiederherzustellen und ihre nationale Identität zu finden, die vom Staat nahezu völlig zerstört wurde, um den neuen Sowjetmenschen zu schaffen. Der Enthusiasmus und die Freude dieser neuen Kirche sind spürbar. No, ministrantes, pochwalony Jezus Chrystus. Ale wy krasi was motry. Bo ksiądz biskup jak był u nas w kościele. Da? Этому положим на голову. Повторим, чтобы он помнил. Чтобы он помнил, что он должен быть бискупом. No to будешь biskupom, Malusza za ciebie. Хорошо. Durch den Glauben und dank der Arbeit und Hartnäckigkeit vieler Priester und Laien hat die weißrussische Kirche all die Jahrzehnte der Verfolgung überlebt. Das Zeugnis eines lebendigen Glaubens, vom Vater zum Sohn durch die Generationen weitergetragen, wurde zur Quelle neuer Berufungen, die jetzt den Menschen dienen. Kasimira sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Friede sei mit dir. Vermehrtes Gebet, sakramentales Leben und ständige Katechese tragen Früchte und führen einen überraschenden sozialen Wandel herbei. Wir haben in schweren Zeiten überlebt. Ich glaube,
Das ist ein Zeugnis für den Glauben meiner Eltern, das Umfeld, in dem ich lebte, aber auch die Haltung der Priester. Ich bin geprägt von den Priestern, die die Gulags überlebt haben. Ich möchte Kirche in Not sehr, sehr danken. Obwohl sie uns 20 Jahre geholfen haben, sind wir noch immer in Not. Die Städte wachsen, Kirchen müssen gebaut werden, religiöse Literatur veröffentlicht, junge Menschen unterrichtet werden. All das muss finanziert werden. Wir sind für all das dankbar, was Sie während der Wiedergeburt der weißrussischen Kirche getan haben und nicht weniger für den gesamten Ostblock. Es war euer Gebet, das uns half, dieses furchtbare System zu stürzen und das uns half, unsere Freiheit wieder zu erlangen. Verlasst uns nicht. Wir haben ein Recht auf eure Herzen, auf euer Gewissen, auf eure Gebete. Jeden Tag gehe ich auf den Balkon hinaus und blicke auf meine Freunde im Westen. Ich bete für euch und segne euch und möchte, dass all eure Träume und Sehnsüchte wahr werden. Ich möchte, dass ihr in eurem Leben glücklich seid und nach einem langen, langen Leben jeder von euch in den Himmel kommt. Auch ich bemühe mich sehr, in den Himmel zu kommen. Deshalb, so denke ich, werde ich nicht allzu falsch liegen, wenn ich abschließend sage, meine Lieben, weiter so, seid mutig und wir sehen uns im Himmel wieder.